Dann kommt hier die Parade, braucht er sowieso nicht. Das war dann der Angriff und er schlägt dir seine Faust ins Gesicht. Für 1W6 Trefferpunkte. Und das tut ordentlich weh. Gut. Verzeiht mir, Herr Morenes, aber ich muss gewinnen. Nichts da. Sag mal, Und Rafim, sieht das so bei euch in den Arenen aus? Wo bleibt denn der Dolch? Ich habe mir jetzt wieder ein Dolch! Genau, so sieht das bei Rafim in der Landwehr aus. Kjaras und Ondrian. Du hattest noch Ja, wenn irgendwas er wieder offen? aufsteht, Ach so, richtig, er ist gestürzt. er Ah, ist er steht wieder gestürzt. Ich auf. hatte ihn so halb aufgefangen und helfe ihm dann so ein bisschen aufrichten. Steckt Bein ein wenig breiter, leicht in die Knie gehen. Dreht euch ein wenig nach rechts, um ein kleineres Profil zu geben. Herzlichen Dank. Danke für diesen Tipp. Ich lerne doch am besten, wenn ich das einmal übe, und zwar in einem richtigen Duell. Er ist tatsächlich sehr diplomatisch. Wie gesagt, kein guter Ja, ich Kämpfer, lächle aber... ihn an. Schlagt euch gut. Ein wenig mehr Übung vielleicht. Aber dann, Kommt. Gut. Bereit für eine nächste Runde? Ja, stellt sich wie gesagt ein bisschen breiter hin und sagt dann eine Finte 7 an. Schafft er nicht. Ja, ich schlag seine Waffe leicht zur Seite und mache eine Gegenattacke. Kein Patzer. Er benutzt seine Parade für eine Aktion Position und baut die Erschwernis von 7 ab. Dann sind wir wieder bei Abelmir. Ist kein Patzer mit der +7-Anzahl? Nee, Was machen wir? er hatte keine +7, er hat nur eine ganz normale Parade, Alles Attacke klar. gesagt. Die +7 kam nur von mir, von meiner gepatzten oder von Ich meiner würde nicht. einen aus meiner liegenden Position einen Fußfeger probieren, seine Füße wegzuziehen, eine +4. Er sitzt auf dir. Ach so, Er okay. sitzt auf dir, du liegst ein bisschen, du kannst wieder Ah. ein Knie ansagen, wenn du möchtest. Nee, dann würde ich einen Kopfstoß ansagen. Okay, kommst du wieder mit dem Kopf nach oben und versuchst nach seinem Kopf dann Eine +4, aber. schöner Kinnhaken oder sowas oder deine Stirn gegen seine Stirn. Das versucht er zu parieren. Versucht er nochmal die Arme zu lösen. Jetzt hast du deine Arme wieder frei. Und nachdem er den Kopfstoß abgewehrt hat, er drückt dich wieder nach unten in den Sand und schlägt noch einmal zu. Und schafft das. Jahr noch ein geachteter Weißmagier und jetzt im Staub. Ich Parade? glaube, da war das Lernen oder Ja. Mittag oder schon so. Kann dem aber locker ausweichen. Gut, Auspendeln seinen Kopf. dann sind wir wieder. Wie gesagt, du hast jetzt deine Arme ja wieder frei. Die hat er ja losgelöst und wir sind wieder oben bei Kjaras gegen Rondrigan. Er hat seine Erschwernis abgebaut, Finte 7. Schafft er nicht. Ja, ich greife jetzt mal an. Ich kann einmal parieren mit einer Parade +7. Erstes geschafft. Dann kannst du einmal Schaden machen. Mit einer zweiten Rapierattacke. Ja, dann stichst du gegen seinen wattierten Wappenrock und er hebt dann auch beschwichtigend einen seiner Arme. Alles klar, ich gebe auf. Danke. Danke für diese Lektion. Ein guter Kampf. Das muss ich zurückgeben. Wie gesagt, wir können vielleicht noch viel voneinander lernen, wenn wir in nächster Zeit etwas mehr miteinander zu tun haben. Ich glaube, ich blute. Danke für die Lektion. Wenn wir uns dann am runden Tisch wiedersehen, dann sitze ich auf der anderen Seite. Lächelt. Und geht ab. Ja, ich schmunzel auch. Ich freue mich darauf. Derweil Abelmirs Lippe ist blutig geschlagen. Wie Ich geht's sage weiter? einen Kniestoß +4 an. Diesmal muss es klappen. Und raufen. Das ist gelungen.
Schaden sind nochmal 3 Ausdauerschaden. Mittlerweile steht einer der Turnierrichter dort. Hey, von Streitzig, runter da, leichte Waffen. Wir sind hier nicht bei den Bürgerlichen. Streitzig steht dann auch auf. Verzeiht mir. Wie gesagt, ich muss gewinnen. Gib dir dann die Hand, damit du aufstehen darfst, und geh dann wieder zu seinen Waffen. Mhm. Ja, ich würde auch meinen Säbel wieder aufheben aus dem Staub und in Fechthaltung übergehen. Mhm. Ich bin eine einflussreiche Familie von Streitzig, ihr müsst uns kennen. Und dann steht dazu, mir, packt ihn euch! Wuchtschlag 5. Getroffen. Gehört sich das so? Würde normal parieren. Normalerweise ja, endlich mal interessant hier. Mein Parade ist gelungen. Ja, konnte sein Wuchtschlag. Der Streitzig sich ein persönliches Problem mit unserem Marvel mir. Ausweichen und er schlägt sozusagen ins Leere. Mhm. Ich würde dann Finte plus 4 ansetzen. Finte 4? Na ja. Das habe ich nicht geschafft. Knapp nicht. Dann kommt ihr 6 Schaden, Ausdauerschaden. Ja, genau. Nächste Kampfrunde möchtest du vorziehen, sonst ist er wieder dran. Er sagt wieder Wuchtschlag 5 an. Kann er dann machen. Gut, Wuchtschlag 5, nicht geschafft, du bist. Wieder eine Finte plus 4. Warte, seine nächste Aktion ist um 5 erschwert. Benutzt das. Wuchtschlag plus 4. Gut, das heißt Wuchtschlag 4 und seine Parade ist immer noch um 5 erschwert. Kannst du würfeln? Das hast du geschafft und ich muss eine 10 schmeißen. Das habe ich nicht geschafft. Dann darfst du Schaden machen. Heißt. Jetzt siehst du, jetzt kommst 13. Du auch über seine Konstitution. So kämpft man. Beschreib die Szene. Möchtest du ihn ohnmächtig schlagen? Ich weiche seine Attacke aus und schlage die flache Seite meines Säbels gegen seinen Schläf und er sinkt bewusstlos zu Boden. Verdient. Gut. Wie schafft unser werter Magier, sich so viele Feinde zu machen? Ich weiß es nicht, aber irgendein Problem hat er, der Mann wohl mit ihm. Offensichtlich. Vielleicht ist er an Witwerputz interessiert und eifersüchtig. Vielleicht hat Abelmir irgendwas mit seiner Schwester gehabt. Kurzer Hinweis, Isarun hat 2 von 2 Kämpfen gewonnen, ist damit weiter und auch Kiaras hat 2 von 2 Kämpfen gewonnen. Wenn ihr euch jetzt wieder gegenseitig fordert, könntet ihr euch gegenseitig durchbringen. Das nur als Hinweis. Aber ihr habt eine weitere Stunde zum Verschnaufen. In der Zeit, ja wie gesagt, Ömer und Rafim stehen auch daneben. Konnte ich ein bisschen erholen, konnte wieder ein bisschen was trinken. In meinem Kampf war ja relativ so, Ja, nee, sorry. Hier, Ömer, dein Geld. Ich drück Ömer 2 Silber in der Hand. Okay. Deine hat doch gewonnen. Ich dachte, wir gehen da gleich auf 4, auf jeweils 2 Silber gesetzte Silber hoch, sonst ist doch langweilig. Natürlich, so habe ich es auch verstanden. Ömer nickt. Richtig. Nickt noch ein paar Mal. Natürlich, so habe ich es auch verstanden. Ja, ja. Ja, ja klar, genau. Gute Idee. Und steckt die 2 Silber ein. Ja. Aber mir, komm doch her. Guter Schlag. Und wo war dein Dolch, mein Junge? Ich habe dir doch schon 3-mal gesagt, du musst immer die Dolch dabei haben. Es ist ein Ritterturnier. So kämpft man nicht mit Dolchen. Vor allem nicht im Nahkampf. Ja gut, der hat hier die Schnauze gehauen. Also das wäre jetzt auch nicht so ritterlich. Naja, er wusste nicht, wo sein Stand ist. Auf euch tritt ein Knappe zu. Hat wohl einen Wappenrock an und ist damit ausgewiesen als vom Berg. Verzeiht mir, meine Herren, ich möchte euch einladen in das Zelt, beziehungsweise nicht euch, sondern laut meiner Liste Herrn Morenes und Herrn Hamil. Ist das einer von euch? Ich bin Herr Morenes. Aber wer? Und wer schickt euch? Mein hoher Herr, Leomar vom Berg. Der Erzreichsmarschall. Dann schaut mal zu Jarlan. Was habt ihr mit dem Mann zu schaffen? Gar nichts. Bitte. Vielleicht hat das was mit dem Kampf gerade eben zu tun. Ich glaube nicht. Vielleicht macht unser Magier sich wirklich viele Feinde. Und wenn der Herr euch sehen kann, sehen will, wollt ihr ihn wohl nicht warten lassen, oder? Und dann, Knapper, zeigt uns den Weg. Sehr gerne. Einen Moment. Aber sei vorsichtig, immer. Ich glaube, der Mann mal. Einen Moment, ich gehe mal zu Abelmir und putze ihm mal so ein bisschen den Sand aus der Ruhe. Jetzt. Ah, vielen Dank. Ich habe keine Zeit dafür.
Sprich nochmal mit einer Frisur. Das werde ich dem Herrn so ausrichten. Ja. Herr Jamorenes? Ich folge euch. Nach euch. Damit geht er los. In Richtung der kleinen Zeltstadt, die hinter der Rauhitz Arena aufgebaut worden ist. Abel mir verschwindet. Ich hoffe, Abel mir denkt daran, dass... was wir beim letzten Mal noch gesagt haben, als wir jemand anderen noch da sind, gesucht haben. Das können wir nur hoffen. Aber gute Entscheidung, dort nicht hinzugehen. Das tut er nicht. Ich wäre dahin gegangen, wenn die Einladung gegolten hätte, dass mindestens noch Italianer hätte mitkommen können. Aber wenn der mich als einfachsten Söldner, den es so auf diesem schönen Stückchen Leere gibt, sehen will, und den Magier, der gerade seinen Stand verloren hat, dann wittere ich da eine Chance für jemanden, der Reichserzmarschall ist. Das lasse ich mir nicht unterschieden. Ja, was auch immer hier vor sich geht, soll vermutlich hinter dem Rücken der reichstreuen Öffentlichkeit passieren. Immer, ihr verkauft euch wirklich unter Wert. Es geht einfach nur darum, dass ich sozusagen, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung jemals käme, Aussage gegen Aussage, niemals etwas gegen diesen Mann ausrichten könnte und deswegen mich gar nicht erst in diese Situation bringen lassen werde. Das ist gut mitgedacht. Außerdem spricht überhaupt nichts dagegen, ein Söldner zu sein. Das ist ein ehrbarer Beruf. Das stimmt wohl. Also zumindest die Söldner sind halt seltsam. Er sagt, wie liefen eure Kämpfe? Ich fürchte doch, ich bin dem armen Mann ein bisschen zu hart angegangen. So wie er geguckt hat, wäre er am liebsten direkt in den Sand gefallen. Aber er hat sich auf den Beinen gehalten, also. Ich hatte ja Hoffnung nach dem ersten Schlag. Klein wenig übertrieben. Ich muss sogar sagen, ich habe ihn ein bisschen unterschätzt am Anfang. Er hat mich tatsächlich einmal erwischt. Ja, ich habe die 4 Silber schon vor mir gesehen. Dann müsst ihr ihn so auf den Arm hauen. Musste das wirklich sein? Teilen die euch bei der Basaltfaust, richtig? Bei der Basaltfaust so wenig, dass ihr um 4 Silber wetten müsst? Es geht doch nicht ums Geld, es geht ums Gewinnen, mein Freund. Wenn ihr gewinnen wolltet, wärt ihr wohl selbst in den Ring gestiegen. Ja, doch nicht mit solchen Waffen. Da tut man sich doch gar nicht richtig weh. Ich meine, hier kannst du ja besser mit der Faust antreten, da tut es ja wenigstens doch mal weh, wenn du triffst. Ja. Naja. Wird das wenigstens bei den schweren Waffen interessanter oder geht das weiter mit dieser stumpfe Waffenregel? Wenn ihr wollt, können wir beide uns bekämpfen, wenn ich bis dahin wieder auf dem Damm bin, dann können wir meinetwegen scharf antreten. Das klingt doch mal interessant. Aber dann ohne diese riesige Blechbüchse um euch herum. Bitte. Was wäre ich denn für ein Ritter? Du folgst Leoma, beziehungsweise du folgst dem Pagen in das Zelt, in dem gestern auch Ömer war, beziehungsweise vor dem gestern Ömer war, und triffst dort auf Leoma Alderich Siegeswild vom Berg. Er ist dort alleine, es ist ein Zelt mit der Flagge des Hauses vom Berg drauf. Die Planen werden wieder verschlossen und ja, kannst dich dann so ein bisschen umsehen. Vor dir steht ein Schild, ein Tisch mit Karte darauf. Ihr seid alleine? Ich bin alleine. Mein Gefährte zog es vor, nicht zu erscheinen. Seine Gründe gehen mich nicht an, aber nun sagt, was ihr zu sagen habt. Schade. Gut. Ich muss euch eine Frage stellen zu jemandem, den ihr vor einiger Zeit kennengelernt habt. Vor einem Jahr. Lutisanna von Pericum. Ja, diese Frau ist mir sehr gut bekannt. Ihr habt sie aus Jolgurmark eskortiert nach zunächst Pereinefurten, dann nach Werheim und dann nach Gareth. Wie schätzt ihr sie ein? Ist sie ehrhaft? Nun, ich glaube, sie ist im Grunde eine Söldnerseele. Sie tut alles für ihr Geld und für ihr eigenes Wohlbefinden. Ich glaube, viel Ehre steckt nicht in ihr. Wie schätzt ihr ihre Kompetenz ein? Könnt ihr das beurteilen? Und ihre Kompetenz ist nun unbestritten. Ihr müsst daran denken, dass sie schon unter meines Wissens Reto gedient hat, unter Hal und später unter dem Dämonenkaiser. Und diese Personen sind nicht bekannt für ihre Nachsicht. Also das muss sie wohl sehr kompetent sein. Sehe ich genauso. Ist euch bekannt, dass wir einen Oberst verloren haben,
Oberst Alrik von Blautern und vom Berg, der sich leicht ungeschickt vor ein paar Tagen duellierte, dieses Duell gewann und seinen Gegner tötete. Dies ist mir auch bekannt. Ein sehr dummer Mensch, der sich in solchen Zeiten duelliert, wegen Nichtigkeiten. Er mag unüberlegt sein, aber auch er ist kompetent. Nun haben wir ihn aufgrund dieser Streitigkeit verloren und er kann uns in der nächsten anstehenden Schlacht nicht unterstützen. Und ihr gedachtet, diese Söldnerführerin einzusetzen? Genau das war meine Idee. Sie sitzt immer noch hier in Gareth, in den Verließen der KGA. Und ich möchte euch fragen, als jemand, der sie in den letzten Jahren kennengelernt hat und der wohl noch am meisten über sie aussagen kann, haltet ihr es für überlegt, wenn man sie in dieser Schlacht, die nun bald ansteht, benutzt? Meine Überlegung dahin geht, als Reichserzmarschall, warum sollte ich auf einen Oberst verzichten und zusätzlich auf jemanden, der in einem Kerker sitzt, der seine Kompetenz mehrfach bewiesen hat, der, wie ihr bereits selbst sagtet, für 4 Kaiser gestritten hat? Nun ja, ich würde mich versichern, dass sie nicht plötzlich die Seiten wechselt. Zudem müsstet ihr euch darauf vertrauen, dass ihre Untergebenen, die ja sicherlich auch im adligen Bereich unterwegs sind, ihr vertrauen würden. Und da sehe ich eher die Schwierigkeit, dass sich ihre Untergebenen gegen sie wenden. Gut. Würdet ihr mir dies brieflich versiegeln? Ihr könnt aber die Aussage dementsprechend so wählen, wie ihr sie für richtig haltet, damit ich euch kein falsches Wort unterstelle, damit ihr einen eigenen Brief schreibt, den selbst unterschreibt. Dieses Schreiben würde ich ganz gerne benutzen, um, nun ja, euch als Zeugen anzuführen, damit ich Lutisana von Pericum aus den Verließen holen kann. Wozu braucht ihr da für mich einen unbedeutenden Helden, um Lutisana aus dem Gefängnis zu holen? Ihr seid der Reichserzmarschall. Weil ihr ein verdienter Held des Reiches seid, der als Zeuge auftritt und ihre aktuellen moralischen Befindlichkeiten wohl am besten kennt, nachdem ihr sie über die schwarze Sichel zurück eskortiert habt. Nun ja, ich lege sicherlich nicht die Hand ins Feuer für ihre moralische Kompetenz, aber sicherlich für ihre Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld. Das tue ich gerne, aber ich werde nicht für ihren Leumund herhalten, damit sie die Spitze des Heeres übernehmen kann. Nein, das erwarte ich auch nicht. Ich möchte nur, dass sie uns als Feldwebel, als Oberst, meinetwegen auch als General, irgendwo unterstützen kann. Damit die Truppen, die vor den schwarzen Horden fliehen würden, zusammengehalten werden. Und das kann sie. Wie gesagt, ihr müsst eure Hand nicht für diese Frau ins Feuer legen, das erwarte ich nicht, sondern ich möchte einfach nur einen kurzen und knappen Bericht von euch über ihr Verhalten während der schwarzen Sichel haben. Das kann ich gern tun. Über ihre Kompetenzen aussagen, beziehungsweise über ihre, naja, sagen wir es mal, wechselnden Loyalitäten. Soll ich dies gleich hier und jetzt tun, oder? Ich habe euch Pergament und eine Feder beiseite stellen lassen, selbstverständlich. Ja, da würde ich halt hinschreiben. Ein Bericht über Lutisana von Pericum. Über die Zeit, in der ich sie kannte oder kennengelernt habe, ist ja noch nicht so lang. Über ihre Flucht aus Yolgomak. Über ihre Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld und in einer Befehligung von Einheiten und Armeeteilen und würde es dann unterschreiben mit meinem Namen. Meinem Siegel meinetwegen auch. Ausgezeichnet. Dies war alles? Das war alles. Danke. Dann habt ihr euch etwa eine halbe Stunde lang ausgeruht, hattet euch überlegt, gegen welche Schilde ihr als nächstes fechten möchtet, beziehungsweise welche Streiter ihr fordert, habt ein paar Überlegungen angestellt. Rafim ist mäßig begeistert von der Turnierart und Weise, dass hier mit stumpfen Waffen gekämpft wird, dass hier wenig Blut fließt.
Und auch Ömer ist vielleicht ein bisschen gelangweilt, findet natürlich seinen Spaß in anderen Dingen wie Wetten oder indem er dann Pagen bespaßt. Und ja, dann könnt ihr wieder erkennen, dass Abelmir auf euch zukommt. Hallo, da seid ihr wieder. Ich sprach gerade mit dem Reichserzmarschall. Aber war es keine Falle durch einen, irgendeinen? Nein. Er wollte nur ein Leumundszeugnis für die Söldnerin haben, die wir aus Yolgomak abgeholt haben. Lutisana von Perikum. Was habt ihr ihm erzählt? Nun, ich habe ihm gesagt, dass sie moralisch, nun ja, von wechselnden Loyalitäten geprägt ist, aber sie eine fähige Heerführerin ist. Dies ist, was ich dem Reichserzmarschall sagte und auch schriftlich gab. Also wenn es ganz schlecht läuft und die sich dann doch gegen uns wendet, dann sagt er am Ende, ja, aber der hat das empfohlen. Und dann steht deine Unterschrift darunter. Da bist du der Gefickte. Nun ja, wenn dir der Reichserzmarschall eine solche Person in die Armee einsetzt und sich darauf beruft, dass ich oder sonst jemand sie ihm empfohlen hat, dann trägt er nicht nur der empfohlene Schuld, sondern auch der, der die Person einsetzt, nicht wahr? Zumindest hat er jetzt mal, um das mal mit den Worten eines Freundes zu sagen, eure Unterschrift auf einem Blatt Papier und wenn er sie ausschneidet und woanders draufklebt, überlässt es einfach mal offen. Zuckt mit den Schultern. Ihr habt wirklich etwas unterschrieben. Warum? Weil er es von mir forderte. Und dann macht ihr das einfach so. Natürlich würde ihr das nicht tun. Er ist der Reichserzmarschall. Ja, und? Und ihr würdet ihm seinen Befehl verweigern. Ja oder nein? Na, ihr habt schon recht, allerdings seid ihr dem Mittelreich keine Rechenschaft schuldig. Zudem. Aber wie sei, ich glaube, er wünscht, dass sie die Stelle von diesem, nun, ich erinnere mich an diesen Namen nicht mehr, an diesen Duellanten, erinnert euch, der diesen Schwertmeister hier in Garth herausgefordert hat. Wie ist er gleich nochmal? Adersin, genau. Achso, den rum, andersrum. Der wohl in den Norden geschickt wurde, weil ich mich erinnere. Sie soll wohl seine Stelle einnehmen. Und das gibt's doch nicht. Das hatten wir doch bei der Ratssitzung schon. Aber das kann er doch nicht ernst meinen. Ich habe ihm die moralischen Fragen natürlich nicht klar offengelegt. Und auch, dass sich wahrscheinlich die Untergebenen, die unter ihrem Kommando dann stehen, wahrscheinlich sich gegen seine Befehle, ihre Befehle wehren würden. Weil es scheint ihn nicht besonders zu interessieren, wer die Armee führt. Dann hat er wohl andere Ziele. Das mag sein. Na, großartig. Das heißt, wir müssen die Augen in beide Richtungen offen halten. Das wäre klug, weil diese Frau hat schon einmal die Fronten gewechselt. Und ich glaube auch nicht, dass, wenn ich diesen Befehl verweigert hätte und die Unterschrift verweigert hätte, dass es anders kommen würde. Ja gut, aber dann steht im Moment nicht dein Name darunter. Nun ja, ich bin kein Mittelreicher. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, wollt ihr dann auswandern? Wenn es hart auf hart kommt? Oder würdet ihr euren Kopf dafür hinhalten, immer? Ich habe sowieso nicht vor, für irgendwas meinen Kopf hinzuhalten, außer für die, die ich tue. Wie gesagt, es war nur eine Expertise über diese Frau. Über die Fähigkeiten, über die moralischen Grenzen.
dass sie diese nicht besitzt, anscheinend. Genau, ihr sagt ihm, sie besitzt diese moralischen Grenzen nicht und er sagt, boah, toll, dann werde ich die mal einsetzen für wichtige Dinge hier im Mittelreich. Na, was sagt das wohl über diese Person aus? Dass sie keine moralischen Grenzen besitzt, kann man so wohl nicht sagen. Nun ja, sie hat uns zumindest geholfen, in Jolgamak, oder? Mhm. Aber Verräter sind nur einmal Verräter. Na gut, wir sollten ja auch einen Verräter rausholen. Wir haben eine Verräterin mitgebracht. Oder so, Bertram Wertling scheint es hier im Mittelreich nicht sehr angesehen, sehr wichtig zu sein, ob man Verräter ist oder nicht. Oder Bertram Wertling wäre wohl auch nicht an die Spitze eines Regiments gesetzt worden, meint ihr nicht? Nee, aber obwohl, das weiß ich gar nicht, ob das so wäre. Das scheint hier. Also ich stell gerade fest, dass hier doch einige fragwürdige Leute in fragwürdigen Positionen sind. Aber diese Frau hat einen Vorteil. Sie kennt den Gegner ganz genau. Sie weiß um seine Schwächen und seine Stärken. Und seine schmutzigen Tricks. Ja, aber um diese Informationen weiterzugeben, muss sie nicht unbedingt Heerführerin sein. Nun, genau, ja, Berater reicht doch. Diese Information hat sie doch bereits, war der. Sonst hätte Paligan sie überhaupt nicht freigegeben. Es ist eine Sache, um die Tricks zu wissen und sie auch zu benutzen. Ja, aber man kann doch als Berater immer sagen, hey, ich empfehle diesen und jenen Trick anzuwenden, weil der Feind diesen das tun könnte. Und wenn der Befehlshaber dies da nicht umsetzt? Dann liegt das an ihm. Ich wollte sagen, dann liegt die Schlacht ist verloren. Ach und so, wenn das alles ein Trick ist? Das wird heiligt doch nicht alle Mittel. Ein Trick von wem? Galotta! Also wenn das alles von vornherein geplant war. Das wäre natürlich möglich. Intrigant genug ist er jedenfalls. Ist er wirklich so intelligent? Ich würde ihm sogar zutrauen, die Sache mit Alas hineingefädelt zu haben. Denn jetzt fehlt ihm euch ganz zufällig ein Marschall. Und ganz zufällig siehst du die Sana von Pirik, um die sich ganz zufällig bis jetzt als angeblich reumütig erwiesen hat in unseren Kerkern. Ich mag ja eine ehrenhafte Frau sein, aber ich traue dem Braten kein Stück weit. Wie gesagt, es fehlt noch die Unterschrift des Marschalls und die Zustimmung des Kaiserhauses und sie muss von ihren Untergebenen, den Truppenteilen, anerkannt werden. Weil man kann zwar Marschall sein, aber man war nicht die Treue und Loyalität seiner Truppenbesitzer oder seiner Truppführer, dann bringt einen dieser Führung gar nichts. Das stimmt nicht ganz. Wieso? Naja, ihr wart doch wohl auf der Dämonenarche mit dabei und habt doch wohl auch die Gerüchte gehört, die fast jedes Mannschaftsmitglied mir ins Gesicht gesagt hat über den großen Ritter Jalan, der hier vor mir steht und der alles Gutes getan hat, aber welche Gerüchte da über ihn im Umlauf waren, die hätten den eigentlich vierteilen müssen, nach dem, was ihr jetzt sagt. Fast jeder hat mir ins Gesicht gesagt, dass er ein Paktierer ist. Und wie man sieht, heutzutage erst Bandstrahler und kein Paktierer. Die Dinge sind wohl also, egal wer was behauptet, nicht ganz einfach so. Ein Führer ist noch immer ein Führer. Wenn Jalan sagt, die Truppen ziehen in den Krieg, auf der Dämonarche sind ihm trotzdem alle gefolgt. Und ich glaube auch, dass wenn das hier so kommt, dass das genauso läuft. Und selbst wenn das, was ihr sagt, hieb- und stichfest ist, haben wir dann immer noch im schlimmsten Fall eine Verräterin mitsamt ihren Truppen und im schlechtesten Fall ein Regiment, das nicht arbeiten kann. Und nichts von beidem klingt sonderlich angenehm. Was schlagt ihr vor?